Guten Morgen, es ist 12.45 Uhr, vierter Tag vom RC3 2021. Ich begrüße euch zum nächsten Talk. Der nächste Talk wird interessant. Wir haben zwei Gäste. Wir haben den Gulliver und den Mr. Schizo. Für beide das erste Mal auf dem Kongress mit einem Talk, aber das Thema ist nicht neu. Was lange währt, währt dann auch endlich gut. Es wurde von früher über die HKEG gesprochen, auf, ich glaube, 34 C3 war es. Und inzwischen hat sich viel getan. Es hat sich was dann auch umgesetzt ergeben. Also wir werden heute etwas hören über Wirtschaft neu gedacht, die WTF-Kooperative EG. Und kriegen mal ein Update, was das inzwischen bedeutet und wie weit es gekommen ist. Noch ein ganz klein bisschen Housekeeping, wie immer. Ich meine, inzwischen haben wir es, glaube ich, alle gelernt. Natürlich könnt ihr eure Fragen stellen in den verschiedenen Kanälen, IRC, Twitter, Mastodon. Wir sammeln das ein. Ich kriege das hier auf dem Pad zugestellt, dann können wir am Ende darüber reden. Also, this talk will be translated to English as well, so feel free to check your language and listen to the English translation. So this would help as well to extend the audience. Gut, ich glaube, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Ich freue mich, dass ihr beide da seid und würde dann an euch übergeben. Und wir sind gespannt, erzählt uns alles über WTF. Ja, was bedeutet die Kooperative, WTF Kooperative EG? Was bringt uns das? Was haben wir da als Neues von euch berichtet zu bekommen? Ja, ich glaube, dann würde ich sagen. Ja, hallo erstmal. Hier ist Mr. Schizo. Wir wollen euch eine kurze Einführung geben über das Thema Genossenschaft an sich. Was ist das eigentlich? Warum gibt es eine Hackergenossenschaft und was kann man damit alles Tolles hacken und erreichen? Ja, und im Speziellen hat sich ja tatsächlich die WTF jetzt gegründet dieses Jahr. Das heißt, verbunden mit dieser generellen Einführung ist auch ein Update über das, was du quasi mit der Genossenschaft machen kannst. Und zuerst mal kurz, wer sind wir beide? Gebe ich mal an den Gulliver. Hallo, ich bin der Gulliver, einer der zwei Vorstände der WTF-Kooperative. Ich bin seit 15 Jahren ungefähr Freiberufler, bin im Softwareentwicklungsbereich unterwegs, so systemnahe Sachen, meist Automobil, dafür Geldautomaten und solche Sachen. Ja, bin halt eher zufällig über die Hacker-EG gestolpert bei einem der Talks, bei den Kongressen und ja, jetzt einer der zwei Vorstände. Markus, ich gebe mal zurück zu dir. Ja, ich bin Mr. Schizo, seit gut 20 Jahren Unternehmer im IT-Bereich. Ich habe schon vieles gesehen und vieles gemacht und fand die Idee, die man hier auf dem Kongress oft propagiert hat, einer Hacker-EG, sehr, sehr faszinierend. Weil mir persönlich halt immer Leute gefehlt haben in meinem Leben, die so ein bisschen mich an die Hand genommen haben und mir gezeigt haben, was man so alles Tolles machen kann. Da habe ich viel Lehrgeld und Lehrzeit bezahlt. Und das soll jetzt mit der WTF quasi ein Ende haben für all die Junghacker, die jetzt ihr Geschäftsmodell starten wollen. Und wir versuchen tatsächlich so ein bisschen eine Base zu schaffen. Da kommen wir ja gleich noch drauf, was da das Wirtschaften ermöglicht. Und ich finde, die Genossenschaft ist eine super tolle Idee. Und warum, das erklären wir euch jetzt. Ja, zuerst mal vielleicht eine kurze Einführung darüber, was eine Genossenschaft überhaupt ist. Also die Genossenschaft ist eine Unternehmensform in Deutschland oder auch in Europa, die es halt schon sehr, sehr lange gibt, seit dem 19. Jahrhundert. Und es ist sehr wichtig bei der Genossenschaft, dass im Gegensatz zu einer Kapitalgesellschaft, wo es halt immer einen Eigentümer gibt oder ein Konsortium von Eigentümern, dass die Genossenschaft dafür da ist, dass man gemeinsam gleichberechtigt Ziele erreichen kann. Und die Gründerväter dieses Genossenschaftskonzeptes ist zum Beispiel ein Herr Raiffeisen. Den kennt man in Deutschland auch von solchen Dingen wie der Volks- und Raiffeisenbank.
Und diese Genossenschaften sind halt aus dem Bedürfnis hervorgegangen, dass man zusammen mehr erreichen kann, als man alleine machen kann. Deswegen ist das primäre Ziel einer Genossenschaft nicht die Gewinnerzielung, sondern dass die Förderung des Wirtschaftens der einzelnen Mitglieder. Ein Kapitalunternehmen hat ja das Ziel, den Gewinn zu maximieren und weiter zu wachsen, und die Genossenschaft eben nicht, sondern die soll die Mitglieder fördern. Eigentlich verbindet die Genossenschaft zwei verschiedene Modi, die man so kennt. Den bekannten Verein, so wie den CCC zum Beispiel, der ist ja auch ein Verein, und eine Kapitalgesellschaft miteinander. Und das heißt, man hat den Vorteil beider Gesellschaftsformen in einer Instanz vereint. Es ist also eine eigene Rechtsperson, genau wie eine GmbH oder eine UG oder eine AG. Und man hat die ganzen Vorteile dieser GmbH oder Kapitalgesellschaften, plus halt diese Thematik, dass jeder im Prinzip gleichberechtigt ist. Also man hat in einer Genossenschaft nicht Unternehmensanteile, die je mehr Unternehmensanteile jemand hat, desto mehr Stimmrechte hat er, sondern in der Genossenschaft kann man zwar auch Genossenschaftsanteile zeichnen, aber bei Abstimmungen oder Entscheidungen, die in der sogenannten Generalversammlung getroffen werden, das ist das höchste Organ einer Genossenschaft, da hat jedes Mitglied tatsächlich genau eine Stimme. Und dadurch kommt tatsächlich eine Diskussion zustande, weil es halt niemanden gibt, der einen Override für irgendwelche Entscheidungen machen kann. Das ist der Vorteil, den man da hat. Ja, Genossenschaften sind eigentlich so der Hidden Champion, weil viele von euch kennen mit Sicherheit schon Genossenschaften, sei es eine Wohnungsbaugenossenschaft, sei es Edeka als Genossenschaft für im Lebensmittelhandel, genau wie Rewe. Das sind auch alles Genossenschaftsstrukturen. Die eben schon angesprochenen Volksbanken. Meistens hat man auch verschiedene Bauern und Landwirte, die in Genossenschaften organisiert sind. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und am Beispiel der Wohnungsgenossenschaft kann man das nochmal gut erläutern, denn es ist ja dann wichtig, dass in einem Gebäude, wo mehrere Eigentümer wohnen, tatsächlich auch niemand hingehen kann und alles überschreiben, weil er halt zwei Wohnungen besitzt, im Gegensatz zu den Leuten, die dann nur eine Wohnung besitzen. Genau da kommt die Genossenschaft halt als Unternehmensform wunderbar in Frage, da wirklich jeder nur eine Stimme hat. Naja, für die Wirtschaftsleute unter euch gibt es auch die DATEV. Das ist ja so das Unternehmen oder die Genossenschaft, die im Steuerbereich so ziemlich alles assimiliert hat, was rumläuft. Das ist allerdings auch tatsächlich eine Genossenschaft, auch wenn sie sich als Unternehmen präsentiert. Aber Genossenschaft ist sehr, sehr weit verbreitet, und auch in Europa wird das immer wichtiger. Es gibt also sehr, sehr große Genossenschaften mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Die WTF, also die Werkkooperative der Technikfreundinnen-Genossenschaft, die wir gegründet haben, die ist halt jetzt erst gut ein Jahr alt. Das heißt, wir haben 200 Mitglieder ungefähr. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ja, hier nochmal eine Übersicht über die Vorteile der Genossenschaft. Das wichtigste To-Do der Genossenschaft ist tatsächlich, die Interessen der Mitglieder zu fördern. Das heißt, das steht über dem Ziel des Ganzen. Die gezeichneten Mitgliedsanteile müssen geschützt werden, und die über allem steht, die Interessen aller Mitglieder zu fördern. Das ist auch ein interessanter Grundsatz, denn alle Mitglieder bedeutet halt auch die Gesamtheit der Mitglieder, halt auch die passiven Mitglieder, die nur dazu da in die Genossenschaft getreten sind, um beispielsweise ideelle Unterstützung zu leisten oder Ähnliches. Wichtig ist, jedes Mitglied in den Hauptversammlungen einer Genossenschaft hat eine Stimme, und das oberste Gremium einer Genossenschaft ist die Generalversammlung. Und die Generalversammlung muss regelmäßig durchgeführt werden und wählt diverse Gremien, und auch strukturelle Änderungen müssen in dieser Generalversammlung beschlossen werden der Genossenschaft. Und da ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich zu. Das heißt also, auch hier ist es sehr, sehr schwierig für einzelne Strömungen, die Genossenschaft auseinanderzureißen, sondern man hat extra darauf Wert gelegt im Genossenschaftsgesetz, dass tatsächlich ein Miteinander stattfindet und man immer einen Kompromiss finden muss, um weiter nach vorne zu gehen. Natürlich, diese Struktur und diese Organe verhindern dann auch feindliche Übernahmen von Genossenschaften. Also, dass man irgendwie weggekauft werden kann oder dass es irgendeinen Exit gibt oder sonst irgendetwas. Das ist damit verhindert. Also man ist sicher, dass die Genossenschaft an sich noch existiert und dass man als ein Mitglied einer Genossenschaft auch über die Generalversammlung und über Anträge in der Generalversammlung Einflüsse auf die Dinge nehmen kann,
die die Genossenschaft dann macht oder wie die Genossenschaft sich ausrichtet. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch hier sind wir als WTF noch ein bisschen in der Findungsphase. Es gibt die generelle Richtung, die wir eingeschlagen haben. Aber wie sich das konkret ausprägt, das wird zum Beispiel auch ein Teil sein der nächsten Generalversammlung, die wir dann abhalten werden. Als Mitglied einer Genossenschaft hast du den Vorteil, zumindest in der WTF, weil wir das so in die Satzung geschrieben haben, dass du als Mitglied nur mit der Höhe deiner Kapitalbeteiligung, also deinen Mitgliedsanteil, haftest. Und bei der WTF ist das 100 Euro, also sehr, sehr gering, die Einstiegshürde dafür. Und eine weitere Haftung, also dass man irgendwas nachschießen muss oder Zugriff da nochmal drauf hat, das ist ausgeschlossen. Das haben wir in der Satzung so festgelegt. Wichtig ist auch, dass die Genossenschaft einer Kapitalgesellschaft, also einer UG, GmbH, AG oder ähnlichem, steuerlich gleichgestellt ist. Das heißt also, die Steuerarten, die in den Kapitalgesellschaften anfallen, fallen auch in der Genossenschaft an. So ist die Genossenschaft beispielsweise umsatzsteuerpflichtig, was aber ein Vorteil ist, dass diese die so einsortiert ist, denn die gilt als insolvenzsicherste Rechtsform quasi, die wir so in Deutschland haben, weil man halt mit der Genossenschaft und den Mitgliederanteilen eben dadurch, dass das so begrenzt ist und über die Generalversammlung gesteuert wird, halt es schwierig ist, eine richtige Insolvenz hinzulegen. Also das ist sehr, sehr insolvenzsicher. Ja, warum will ich jetzt als Hacker überhaupt eine Genossenschaft haben? Mir reicht es vielleicht schon mit meiner Wohnungsbaugenossenschaft. Aber als Hacker, wenn ich da Geschäfte machen möchte oder Projekte, dann möchte ich erstmal auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft haben. Denn wenn ich anfange, irgendwie jetzt in meinem Etsy-Shop irgendwelche Dinge zu verkaufen und bin dann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, habe ich prinzipiell ein Haftungsproblem. Denn bei all dem, was ich tue und was ich mache, hafte ich quasi mit meinem kompletten Privatvermögen. Das ist keine gute Idee, gerade in IT-Bereichen, weil mittlerweile kann die ganze Sache sich ja relativ schnell hochskalieren. Deswegen sollte man als Hacker, wenn man irgendetwas mit Kunden zu tun hat, besonders mit Unternehmenskunden, auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft haben. Und die kleinste Kapitalgesellschaft von den Gründungskosten her ist in Deutschland die UG, die Unternehmergesellschaft. Das ist eine haftungsbeschränkte kleine GmbH, so wird das immer bezeichnet. Die kann man also ab einem sehr, sehr geringen Grundstock gründen. Das geht, glaube ich, ab 100 Euro los. Aber auch da kommen schon einige Gründungskosten auf einen zu, die man selbst zu tragen hätte, so man denn ein kleines Projekt machen möchte. Und zwar sind da so Dinge zu nennen, wie den Gesellschaftsvertrag zu formulieren. Also die Genossenschaft, die UG braucht einen Gesellschaftsvertrag, den muss ich natürlich bei einem Notar, weil der die Stempel hat, wieder entsprechend unterschreiben lassen. Ich muss das dann im elektronischen Handelsregister veröffentlichen. Ja, für die Veröffentlichung nehmen die 210 Euro. Ich muss eine Gewerbeanmeldung machen, ich muss mich beim Finanzamt anmelden oder anmelden lassen vom Steuerberater. Also ich komme so roundabout zwischen 1.200 und 1.900 Euro Gründungskosten und da ist noch keine einzige Taste gedrückt, kein Beleg eingescannt, keine Steuererklärung gemacht, nichts. Für die Buchführung einer Kapitalgesellschaft, die muss ja auch entsprechend nach den Gesetzen der ordentlichen Buchführung erfolgen, kann man so rechnen mit 130 Euro im Monat und die Jahresabschlusskosten, der muss auch wieder von einem Steuerberater gemacht werden, das kann man auch nicht so selber machen, ist ungefähr 3.000 Euro pro Jahr. Also man sieht, das ist ein Rahmenkonstrukt an Kosten, das ist schon gigantisch groß und wenn ich jetzt irgendwie nur einen T-Shirt-Shop habe, wo ich Merch verkaufen möchte, muss ich mir halt gut überlegen, ob ich diese Investitionen von 5.000 bis 10.000 Euro dafür überhaupt auf mich nehmen möchte. Und das schreckt halt viele Leute ab. Plus natürlich, dass noch einige Skills erforderlich sind, man ein paar Kniffe und Tricks wissen muss, wie man sich dann mit seiner Gesellschaft bewegt. Aber alleine ist man da ganz, ganz schön aufgeschmissen. Und hier kommt halt die Genossenschaft ins Spiel, weil die Genossenschaft ist ein Vehikel, wo wir das alles schon für dich quasi erledigt haben. Das heißt, du kannst dich darauf konzentrieren, dein Business zu machen und musst dich nicht eben mit einem Notar, mit einem Steuerberater, mit dem Handelsregister oder sonst irgendetwas rumschlagen, sondern du kannst als Mitglied der Genossenschaft direkt von und mit der Genossenschaft wachsen und von den Services profitieren.
Und deswegen haben wir uns entschieden, aus guten Gründen eine Genossenschaft anzustreben und wie es damals noch als Arbeitstitel hieß, die HackerEG zu gründen, damit wir einfache Möglichkeit haben, neue Mitglieder aufzunehmen, damit man möglichst schnell mit seinem eigentlichen Thema starten kann und diese ganzen bürokratischen Hürden, ich nenne das immer die Papierwelt in Deutschland, da nicht so einem auf die Nerven geht. Weil aus eigener Erfahrung weiß ich halt, wenn man das so anstrebt und sagt, ich habe hier eine geile Business-Idee, dann ist man nach 2 Wochen dermaßen genervt von den ganzen Vorschriften und Gesetzen und Rahmenbedingungen. Und das geht aber nicht so einfach. Da hat man dann schon keine Lust mehr. Und deswegen hat die WTF das quasi für dich erledigt und du kannst dich mit deinem eigentlichen Thema sofort fast auseinandersetzen. Ja, bevor wir die WTF gründen konnten, also die Genossenschaft eintragen konnten, mussten natürlich einige Vorbereitungen getroffen werden. Und da gab es den FEBIT e.V., den Gründungsverein. Den habt ihr bestimmt in den anderen Jahren, von dem habt ihr gehört. Der Gründungsverein ist quasi sowas wie der Genossenschaftsfunnel gewesen. Das heißt, der FEBIT hat die Member eingesammelt, die Interesse daran haben, die Genossenschaft zu gründen. Hat das Geld für, eingesammelt für die Genossenschaftsgründung und so die weiteren Vorbereitungen getroffen. Denn auch eine Gründung der Genossenschaft braucht Kapital. Man muss da ja genau diese Prozedere, die auf der vorherigen Seite für die UG gelten, natürlich auch für die Genossenschaft machen. Also es muss da eine Gründungsversammlung gemacht werden. Das muss im Genossenschaftsregister eingetragen werden. Es muss ein Gutachten erstellt werden, etc. pp. Und damit das alles gemacht werden kann, hat sich halt der FEBIT gegründet. Und man konnte dort eintreten und sagen, ich möchte so und so viele Anteile zeichnen an der Genossenschaft. Und mit diesem FEBIT als Vehikel sind wir dann losgestartet, um dann schlussendlich die Gründungsversammlung für die WTF im Dezember 2020 dann abzuhalten und die WTF quasi zu gründen. Der FEBIT an sich ist jetzt in Auflösung begriffen. Das heißt also, der Zweck ist getan und der FEBIT ist quasi als rechtlich eigenständiger Verein jetzt in der Liquidation und die Genossenschaft übernimmt quasi jetzt für den FEBIT die weiteren Dinge. Ja, die Gründung der Genossenschaft war am 5.12.2020 mit nur 3 Gründungsmitgliedern. 3 braucht man, um eine Genossenschaft zu gründen. Das haben wir dann gemacht als entsprechend erste Versammlung. Ja, und dann wurde am 13.01. schon in Anführungszeichen die Genossenschaft auch im Genossenschaftsregister eingetragen. Hier steht die Nummer 1113. Ja, und seitdem können wir quasi richtig wirtschaften. Interessanterweise, also wenn man ja sieht, 5.12. bis 31.12., natürlich ist da noch nichts passiert, weil die fragen ja immer, sind Sie denn schon eingetragen? Nein. Dennoch möchte das Finanzamt natürlich für 2020 einen Jahresabschluss haben. Da haben wir jetzt die kurze 7 gemacht, das war erst letzte Woche, weil das Finanzamt Hamburg, wo die Genossenschaft sitzt, doch unbedingt einen Jahresabschluss haben möchte. Also wir haben eine Eröffnungsbilanz gemacht mit 0 Euro und einen Jahresabschluss mit 0 Euro und beides musste natürlich über den Steuerberater geroutet werden und hatte entsprechende Aufwände. Also es ist wirklich fantastisch. Ja, die WTF Facts, so grob kann man die jetzt ja zusammenfassen. Wir haben das Jahr noch nicht ganz zu Ende, deswegen kann man noch nicht rückblickend auf das letzte Jahr mit konkreten Zahlen irgendwie umgehen, müssen wir noch erstellen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb dieses Jahres auf ungefähr 200 Member zu kommen. Also 200 Leute, 200 Hacker haben gesagt, ja, ich finde entweder die Idee gut oder ja, ich möchte irgendwie meine Sachen über die WTF machen. Wir haben auch einige Member, die gesagt haben, ja, ich möchte mein Unternehmen in die WTF migrieren und dort aufgehen lassen. Also das sind insgesamt 200 Personen. Das finde ich schon sehr beachtlich. Und wir haben es sogar geschafft, ungefähr 100.000, also 100.000 Euro Umsatz mit all diesen Sachen in 2021 zu produzieren. Das sind schon mal gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, ganz, ganz gute Zahlen. Man sieht halt auch aus den Gesprächen, weil Gulliver und ich führen ja viele Gespräche mit anderen Genossenschaften und mit Leuten, die da irgendwie Interesse dran haben und Mitgliedern und so. Da hört man halt immer wieder das Thema an sich, also IT, Fachkräftemangel, wir wollen da mal irgendwas machen, aber so richtig weiß man dann immer nicht so genau und dann ist man halt schnell bei der WTF und den Anwendungsmöglichkeiten der WTF. Wichtig zu wissen ist, also Aufsichtsrat und Vorstand, das sind die
beiden Gremien, die in der WTF installiert sind. Der Aufsichtsrat ist quasi das Aufsichtsgremium, das sozusagen alles beobachtet und die Richtigkeit des Wirtschaftens feststellt. Der wurde auch gewählt. Der Vorstand ist dann mehr sowas wie die Geschäftsführung. Also das sind die Leute, die operativ irgendwie die Verträge unterschreiben können oder die dann irgendwie haften, wenn es mal Ärger gibt. Der Aufsichtsrat und der Vorstand, die arbeiten beide ehrenamtlich. Wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen richtige Angestellte im Office. Das heißt, das Office muss ja besetzt sein. Das ist sozusagen der Centerpoint mit allem, weil da werden die Mitglieder Sachen verwaltet, also die Zahlung der Mitgliedsbeiträge, das Schreiben von Post, die Annahme von Post, Scannen, Services, Abrechnungen, Buchhaltung, all das machen wir im Office. Und die WTF bezahlt die Mitarbeiter deutlich über Mindestlohn, auch sogar über den neuen Mindestlohn, den wir dieses Jahr bekommen werden. Und was auch ein wichtiger Funfact ist, fanden wir gut, haben wir zum ersten Mal gehört, weil ein Mitarbeiter sagte, ach, da kriege ich ja jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Weihnachtsgeld. Ja, bei der WTF gab es auch Weihnachtsgeld. Also insofern, das Office ist eigentlich so der Maschinenraum der WTF, wo auch tatsächlich die meisten Tickets und Anfragen auffahren. Und das kann man natürlich nicht ehrenamtlich machen, also weil die ganzen Ehrenamtler im Vorstand und im Aufsichtsrat haben auch noch Dayjobs oder sind selbstständig und da kann man halt einfach keinen Service-Level gewährleisten. Darum müssen wir dort richtige Angestellte fahren. Ja, es gibt ein Organigramm. Das ist jetzt sozusagen das Steckenpferd von Gulliver. Deswegen würde ich gerne mal zu Gulliver zurückgeben, was die Ergebnisse des Organigramms anbetrifft. Ja, das ist, wir haben das irgendwann mal erstellt, um eine Übersicht zu haben für die Leute, wohin sie sich wenden können. Hier sieht man natürlich auch schön die ersten drei Ebenen, die gibt sozusagen das Genossenschaftsgesetz vor, das oberste Organ der Genossenschaft, die Generalversammlung. Die Generalversammlung wählt einen Aufsichtsrat, der sozusagen den Vorstand überwacht, der für das operative Geschäft zuständig ist und dafür auch haftbar ist. Unterhalb des Vorstands gibt es dann halt nochmal unser Office. Es gibt verschiedene Arbeitsgemeinschaften. Das eine ist das Kernteam. Es gibt eine AG-Admin, die sich um administrative Sachen kümmert. Die AG-Kommunikation hat vorrangig die Webseite und den Podcast. Es gibt die AG-Business Cases. Da sitzen Leute drin, die sozusagen die Anfragen von annehmen, die irgendwie Geschäftsidee haben oder umsetzen wollen, stehen da sozusagen beratend zur Verfügung. Die AG Onboarding, das sind drei oder vier Leute, die sozusagen so eine Aufnahmerunde jeweils organisieren für die neu hinzukommenden Mitglieder. AG Einkauf, das ist eine der Sachen, die überraschenderweise wenig Anklang gefunden hat. Die AG Entwicklung, die gibt es quasi auch eher so als Dach über den verschiedenen internen WTF-Projekten. Ja, vielleicht in Ergänzung zum Organigramm. Wir haben ein bisschen drauf gesetzt, halt zum einen ein bisschen die Arbeit in Gremien zu strukturieren und zum anderen haben wir versucht, zum einen auf eine Kombination zu setzen aus, ich sage jetzt mal, Treffen in Videokonferenzen und elektronischer Kommunikation, weil alleine elektronische Kommunikation doch gerne mal zu Missverständlichkeiten führt. Die Mailadressen, die hier drin sind, das ist auch noch ein Punkt. Wir haben relativ früh ein Ticketsystem eingeführt, wo man sozusagen seine Anfragen an die entsprechenden Mailadressen schicken kann. Und damit das in dieser, ich sag mal, recht dezentralen Organisation abgearbeitet werden kann, gibt es halt ein Ticketsystem, in dem die geordnet abgearbeitet werden. Es gibt eine Reihe von laufenden internen Projekten. Ich fange mal an mit dem Kohlesystem.
ich sage jetzt mal, die Problemstellung, die wir eigentlich haben, wir haben einzelne Leute, die sozusagen ihre Projekte oder Leistungen über die Genossenschaft abrechnen wollen. Das heißt, man muss für diese einzelnen Leute ja irgendwie die Einnahmen und Ausgaben irgendwie auflisten, buchen können und so weiter. Der nächst kompliziertere Fall sind dann sozusagen Projekte, wo sich mehrere Genossen zusammenfinden und das zusammen machen wollen. Das heißt, da brauche ich quasi ein Buchungssystem und ein System zur Rechnungserstellung und so weiter für diese Gruppe von Leuten, für dieses Projekt oder für dieses, wie auch immer man das nennen will. Das soll sozusagen über das Kohlesystem laufen. Das zweite Projekt ist das mit dem schönen Namen Kompetenzinventar. Eines unserer Probleme im ersten Jahr ist eigentlich, und jetzt haben wir aber keine wirklich präzise Übersicht drüber, was können diese 200 Mitglieder, was wollen die eigentlich machen? Das heißt, es haben sich Leute hingesetzt und haben ein Webinterface zusammengestellt, wo man sozusagen seine Fähigkeiten, seinen Willen, irgendwie Zeit Projekte zu investieren, eintragen kann als Genossenschaftsmitglied. Und dieses Kompetenzinventar ist dann sozusagen für alle Genossenschaftsmitglieder auch durchsuchbar. Entstand ursprünglich aus der Idee, dass jemand um die Ecke kam und sagte, eigentlich müssten wir doch sowas wie einen Marktplatz für Freiberufler machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen erst mal gucken, was können unsere Leute überhaupt? Ja, drittes laufendes Projekt. Wir haben halt irgendwann in der Mitte des ersten Jahres festgestellt, man muss irgendwann auch mal Sachen aufschreiben. Haben die Idee übernommen, sozusagen die Sachen zu dokumentieren. Und zwar, ja, wir nutzen halt Sphinx, was halt in Kombination mit Markdown eine ziemlich gute Möglichkeit ist, so Dokumentation oder technische Dokumentation zu schreiben. Ja, und haben jetzt sozusagen ein Handbuch, was allen Genossen zugänglich ist, wo die einzelnen Dienste der Genossenschaft aufgeführt sind. Wie kriege ich Zugang zum Git? Wie kann ich das Continuous Integration System benutzen? Wie kann ich, ich weiß nicht, ja, wie kann ich Geld wieder ausgezahlt kriegen aus der Genossenschaft? Was muss ich machen bei der Aufnahme und so weiter. Das vierte Projekt, was im Anlaufen ist, das ist die Zahlungsaggregation für Genossenschaftsmitglieder. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist im Prinzip ist es das Sammeln von Kleinspenden über ja, Patreon, was auch immer es da gibt. Und diese sozusagen diese Einzelbeträge zu bündeln, steuerlich abzurechnen und wiederum dann an die Leute auszuschütten. Das wäre der Inhalt von diesem Projekt zur Zahlungsaggregation. Das ist noch in einem, ich glaube, relativ frühen Stadium. Ja, so viel zu den laufenden Projekten. Markus, ich gebe noch mal zurück zu dir. Die Learnings. So, die Learnings, genau. Also es ist so, bei der Zahlungsaggregation, vielleicht lass mich da noch mal kurz etwas zu sagen, weil ich glaube, der geneigte Zuschauer, daran kann man sehr gut noch mal erläutern, warum man eigentlich eine Genossenschaft benötigt. Denn jeder von euch, der schon mal versucht hat, vernünftig über einen Shop oder übers Internet irgendwie Waren zu verkaufen oder Dienstleistungen, kennt das leidige Problem der Zahlungsanbieter. Also ein PayPal-Konto ist schnell geklickt, das ist keine Frage, da bin ich in 5 Minuten online. Aber wenn ich dann mal einen gewissen Umsatz mit meinem PayPal-Konto gemacht habe, dann fängt der Ärger an, weil dann komme ich bei PayPal in die Finanzprüfung. Und bei der Zahlungsaggregation möchte ich ja eigentlich sicherstellen, dass mein Kunde, also wer auch immer das ist, im Optimalfall mit allen möglichen Zahlmethoden, die es auf der Welt gibt, bezahlen kann, weil es ist ja eigentlich völlig egal, wo das Geld herkommt. Hauptsache, es kommt quasi zu demjenigen, der den Produkt oder Dienstleistung verkauft. Und hier habe ich halt als kleineres Unternehmen oder als Einzelkämpfer wirklich ein Problem, weil ich muss Verträge machen mit allen Payment-Service-Providern. Ich muss, wenn ich Kreditkarten akzeptieren will, mich dann rumärgern mit den Unternehmen, die die Kreditkarten
Kundenabrechnung machen. Ich muss sicherstellen, dass mein Bankkonto das alles kann, was ich benötige, um die Belege zu erstellen. Ich muss die Belege drucken, versenden und so weiter und so fort. Ein Riesenhassel. Du kennst das ja vielleicht noch aus der Gastronomie, wo jetzt ja immer die Bonpflicht herrscht mit diesen E-Signaturen und den ganzen Gedöns. All das tut sich im Internet ja auch auf. Und Zahlungen anzunehmen ist halt wirklich kein einfaches Thema mehr, sondern das ist wirklich etwas, das mittlerweile sehr kompliziert geworden ist. Und hier wollen wir halt als Genossenschaft tatsächlich auch sagen, okay, komm, wir wollen das ein bisschen bündeln über eine Forderungsabtretung, also nicht im Namen Dritter, weil das wäre wieder ein erlaubnispflichtiges Bankgeschäft, sondern wir wollen über eine Forderungsabtretung die Sachen dann bündeln, die Gelder quasi verwerkeln, sodass die auch richtig umgesetzt werden können, damit nicht jeder Member, jedes Mitglied immer einen separaten Vertrag mit PayPal und Co. schließen muss. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gulliver erwähnte ja gerade sowas wie Patreon. Die machen ja im Prinzip Ähnliches. Also die machen ja so ein bisschen das, was der Febit gemacht hat. Die funneln halt für Projekte das Geld, sammeln das ein und zahlen das dann aus. Aber das sind natürlich teilweise horrende Gebühren, die da entsprechend aufkommen. Und das möchte man ja auch nicht haben. Und genau deswegen arbeiten wir halt an diesem Zahlungsaggregationsthema. Das ist wirklich so dieses erste größere Ding, was auch nach außen strahlt, wo eigentlich jedem, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, sofort klar ist, da habe ich einen Vorteil, wenn ich das sozusagen schon fertig einkaufen kann, ohne dass mir finanziell da die Hose runtergezogen wird, wie das einige Anbieter auf dem Markt ja machen. Ja, jetzt die Learnings. Das erste wichtigste Learning, das wir quasi mit der WTF hatten, ist, Geld ist zwar wichtig, also man braucht Geld, um Dinge zu bewegen und Sachen zu tun, aber shut up and take my money funktioniert einfach auch nicht immer. Das war so ein bisschen die Erfahrung, die bei der Genossenschaftsgründung passiert ist. Das hat der Gulliver auch gerade schon kurz erwähnt. Es gibt halt viele Mitglieder, die sagen, das ist eine geile Idee, das fördere ich jetzt mal mit meinem Geld, ich zeichne Anteile und so weiter. Und dann war es relativ problemlos möglich, quasi das eine Grundfinanzierung aufzustellen für die Genossenschaft selber. Allerdings auch nicht so viel, dass man alle Businessprozesse jetzt irgendwo einkaufen könnte. Also Steuer zum Beispiel, laufende Buchhaltung, dass wir die jetzt luxuriös bei irgendeinem Unternehmen in irgendeiner Kanzlei einfach abgeben können und sagen können, die WTF hat so viel Geld eingesammelt, das ist überhaupt kein Problem. Das ist so ein Interimsding. Also wir müssen smart wirtschaften und die WTF muss viel selber machen. Und da hilft es halt wenig, einfach Geld drauf zu werfen, weil dieses Geld würde halt in der Papierwelt total versickern. Als Beispiel, so der Klassiker, den kennt vielleicht auch noch jeder von euch, wenn man jetzt irgendwie eine Webseite macht, Thema Datenschutzerklärung. Das war auch sowas, wo wir lange diskutiert haben, wie man das bewerkstelligen kann und wie man das sinnvoll machen kann. Wenn du das quasi flächendeckend und in alle Richtungen abgesichert machen möchtest, wird das ein richtig großes Beratungsthema. Man muss auch immer dann wieder individuell gucken für die Webpage, für den Anwendungsfall, wie man das machen kann. Und das geht halt echt schnell ins Geld in der Papierwelt. Deswegen muss man pragmatische Lösungsansätze finden. Und hier ist halt so das, was wir versuchen. Also wir haben relativ schnell die Mitglieder an Bord bekommen. Aber wie gesagt, einfach nur Geld hinzuwerfen, ist so ein Learning, funktioniert halt überhaupt nicht, weil es muss halt noch smart gemacht werden. Ja, dann, was uns auch aufgefallen ist, einige so infrastrukturelle Arbeiten wären schon gut, wenn man irgendetwas starten möchte, was so eine Genossenschaft ist. Und Infrastruktur bedeutet halt nicht primär irgendwie sich bei Hetzner eine Cloud zu klicken oder ähnliches, sondern hier geht es halt darum, tatsächlich mal zu überlegen, wie man so ein paar Prozesse ausgestalten kann. Also das ist auch ganz klar eigentlich, weil die Hacker ja aus dem Technikumfeld kommen. Man ist immer schnell da mit einer Idee, wie man das softwaremäßig lösen kann, aber das ist noch lange nicht der Prozess. Also eine Anekdote war die Auswahl eines Ticketsystems. Wir haben uns da im Prinzip zwei Dinge angeschaut, einmal Zermatt und einmal Otobo.
Ja, und wir haben dann Otobu gewählt als Ticketsystem, weil das halt PGP kann und man da super geile Prozesse mitmachen kann, die man dann schön ausmodelliert etc. pp. Ja, jetzt ist das Ticketsystem längere Zeit in Betrieb. Was haben wir jetzt? Wir benutzen natürlich die PGP-Verschlüsselung, aber die modellierten Prozesse, da ist immer noch weiße Wüste. Also da ist halt nicht so dieses technik-driven Development wichtig, sondern tatsächlich eher so ein bisschen dieses infrastrukturelle Vordenken von Prozessen, wie man das tun kann. Ein anderes Beispiel, der Sign-up-Prozess der Genossenschaft, auch mal kurz skizziert, ist halt so, du gehst auf unsere Website, sagst, ich möchte Mitglied werden, dann gibt es so eine Aufnahmerunde, da führen wir dann ein kleines Gespräch und wenn das soweit stattfindet, dann ist halt, musst du die Genossenschaftsanteile ja zeichnen. Und das ist eigentlich ein Schneckenpostprozess. Das heißt, es geht dann so, dass man sagt, okay, hier hast du den Antrag, dann wird er zurückgeschickt, dann wird er bestätigt und so weiter und so fort. Da haben wir halt am Anfang sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, wie man das relativ smart lösen kann, damit man möglichst wenig Papier hin und her schicken muss. Das sind auch so infrastrukturelle Vorarbeiten, die man tatsächlich, ja, tun sollte, wenn man irgendwie unternehmerisch irgendwas machen möchte. Natürlich auch ein Problem, über das wir gestolpert sind, ist so die Überschrift, ja, Expectation Management, würde ich da jetzt mal drüber schreiben. Also dadurch, dass ja sehr viele Vorträge hier gehalten worden sind, sehr viele Ideen ausgetauscht, es gab ja sehr viele Dialoge, auch im Febit gab es ein Diskussionsforum, wo halt darüber nachgedacht worden ist, welche Geschäftsmodelle und so weiter. Und im Sinne der Gründung der Genossenschaft haben wir halt nicht so irgendein Ziel verfolgt, sondern gesagt, wir wollen möglichst alles von diesen Ideen, die da sind, verwirklichen. Und da ist ja so dieses Thema entstanden mit der Erwartungshaltung, dass halt einige Member wirklich so krasse Erwartungen hatten, dass die eine Genossenschaft so der super Cheat ist für alles, was beim Wirtschaften ist, für alles das, was man mit dem Wirtschaften machen kann. Aber das ist nun mal leider nicht so, weil wir uns ja trotzdem noch in Deutschland bewegen und Deutschland so der Papiertiger ist. Deswegen ist es da zu einer Diskrepanz gekommen zwischen den Erwartungshaltungen, was das anbetrifft. Und da würde ich halt so für mich auch das Learning mitnehmen, dass man sagt, gut, wenn man so etwas macht, muss man eine minimalistische, quasi der kleinste gemeinsame Nenner, erste Vision entwickeln von den ganzen vielen Ideen, die im Pool sind, die man dann als ersten Meilenstein halt reißt. Und dann kann man von da aus weitergehen. Wenn man so top-down guckt, also ich habe oben alles, alle geilen Ideen, alle geilen Dinge, die wir uns ausgedacht haben. Das ging von Sachen wie, wir bauen ein Hacker-Altersheim, wir kaufen ein Kreuzfahrtschiff, wo die Nerds um die Welt geschippert werden, solche crazy Geschichten. Dann wollten wir Lebensmittel produzieren, Waffel backen. Also wir haben echt super geile, viele Sachen, die da zur Sprache gekommen sind. Bei dem Waffelthema, da fällt mir jetzt gerade ein, das war halt auch so eine wirkliche Herzensangelegenheit. Aber da kam dann halt das Gesundheitsamt und sagte, na ja, wenn ihr so Waffelshop machen wollt, dann müsst ihr eine Profiküche haben, dann braucht ihr irgendwie Gesundheitszertifikate, Schulungen, bla 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 bla. Und das ist dann wirklich so dieses Thema, ja, man hat die geilen Ideen, aber am Ende des Tages rutscht es dann erstmal runter und man muss aufpassen, dass man in diesem Runterrutschen nicht so die Motivation verliert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Transformation der Vision in die Realität, das ist eine echte Challenge. Und da sind auch die ein oder anderen Diskussionen tatsächlich geführt worden, damit wir das machen konnten. Und da wurde dann gefragt, ja, warum ist das nicht so? Ja, und in fast allen Fällen gab es immer gute Gründe, warum Dinge halt nicht in der Riesenvision so umgesetzt worden sind. Aber wir versuchen alles Mögliche zu machen. Ja, dann haben wir auch festgestellt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Natur der Sache geschuldet, weil man als Nerd halt so einen technischen Fokus hat, sein Spezialgebiet, das man so wirklich als Fachmann betreut, ist es halt dann nochmal eine Schwierigkeit, wenn man sagt, okay, ich habe dieses Fachding und möchte das irgendwie anderen Leuten in Form von Dienstleistungen oder Produkten zur Verfügung stellen. Da braucht man Business-Know-how für. Da muss man dann wissen, okay, ich schreibe eine Rechnung, die hat gewisse formale Anforderungen, da muss ein Rechnungsempfänger ein Lieferdatum drauf, eine Steuernummer und so weiter und so fort. Und dieses Business-Know-how, da haben wir jetzt halt wirklich Glück gehabt an der Stelle.
dass wir im Vorstand und im Aufsichtsrat da Leute haben, die tatsächlich sehr viel Business-Know-how mitbringen. Aber das kann man in der Gesamtheit der Member halt nicht voraussetzen. Das haben wir halt auch gelernt, weil an vielen Stellen fehlt halt noch so ein bisschen das Bewusstsein, wo soll es auch herkommen. Also insofern, da ist ein bisschen Aufklärungsarbeit erforderlich und das sorgt natürlich auch für so die ein oder andere, für den einen oder anderen Frustrationsmoment, wenn es dann heißt, so, ja, ich kann das jetzt, will das jetzt machen und dann kriegt man gesagt, nee, es geht aber nicht aus Gründen, dann entsteht auch wieder so ein bisschen Frustration. Also eine, ja, so dieser Aufbau der Genossenschaft oder das Umsetzen der eigenen Projekte mit der Genossenschaft ist tatsächlich ein Marathon und kein Sprint. Wird immer dazu angeregt, dass man sich selber reflektiert, dass man das in Frage stellt, auch in den Dialogen, beispielsweise wenn du jetzt mit einer Business-Idee auf uns zukommst und sagst, hier, ich habe hier das Perpetuum mobile entwickelt dann und will das gerne an den Mann bringen, dann läuft das auch in so einen kleinen Prozedere rein. Das heißt, wir quatschen darüber in der AG Business Cases, gucken uns das an, überlegen, wie kann man das in der Papierwelt manifestieren, wie kann man das sinnvoll so umbauen, dass es wirtschaftlich auch gut aufgestellt ist. Und das ist natürlich so eine Art Reflexion, die da stattfindet. Also da kommen dann kritische Fragen, da werden Dinge aufgeworfen, da kommt man vielleicht auf Punkte, die man so noch gar nicht auf dem Radar hatte. Und das erfordert natürlich eine gewisse Selbstreflexion. Und gerade so Expertenwissen, das man halt in einem speziellen Bereich hat, in einem ganz, ganz kleinen, granularen Sektor, da ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn man wirklich in dem Bereich der Superexperte ist und dann in einem anderen Bereich dieses Muster überträgt. Das führt natürlich hin und wieder dann zu Komplikationen, die einen selbst auch so ein bisschen challengen. Und daraus entstehen halt witzige Diskussionen, wo dann auch mal Rage Quit im Mumble stattfindet und so. Also das gehört dann auch so ein bisschen dazu. Aber das Gute ist halt, so habe ich das auch erlebt in der BTF die ganze Zeit, selbst wenn ein Mumble Rage Quit stattfindet oder mal irgendwie der Dialog etwas heftiger wird, man findet sich dann trotzdem zusammen und findet dann die Lösung für die Probleme. Auch wenn es manchen Leuten nicht schnell genug geht. Also Ungeduld ist natürlich auch ein Faktor. Ja, die erlaubnispflichtigen Tätigkeiten, da bin ich gerade schon drauf eingegangen, kurz bei der Zahlungsaggregation. Da geht es also um so Sachen, wo dann das Geldwäschegesetz kommt. Dieses Thema hatte Lieferando zum Beispiel auch ganz extrem, weil früher, als die noch nicht irgendwie das Monopol hatten, sind die halt hingegangen und haben die ganzen Zahlungen für die einzelnen Zulieferer abgewickelt. Aber das durften die halt gar nicht, weil man darf nicht im Namen eines Dritten Zahlungen für sich vereinnahmen. Das ist ein erlaubnispflichtiges Thema. Da muss man eine Banklizenz für haben. Und das ist wirklich dann eine Schwierigkeit, an die man immer wieder kommt. Auch bei der Zahlungsaufklärung müssen wir uns damit auseinandersetzen. Die Lebensmittelkontrollen hatte ich schon genannt. Ja, die juristischen Gründe, das ist hier halt ganz besonders bei der Genossenschaft, weil der Vorstand quasi die einzige Instanz ist, die privat haftet, in Anführungszeichen. Und deswegen ist das noch ein Thema für sich. Ja, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, das Thema Learnings wegen den Unbekannten, also die Dinge, die man nicht weiß und auch nicht weiß, dass man sie nicht weiß, sind sehr, sehr problematisch bei der Gründung der Genossenschaft gewesen. Und wir arbeiten auch immer noch daran, das auszuräumen für später. Ja, was kannst du jetzt mit der WTF machen? Da nochmal kurz drauf eingehen. Also wir haben einen Postweiterleitungsservice, formerly known as Impressum Service. Wenn du also nicht deine private Anschrift auf die Webseite schreiben willst, von deinem Webprojekt oder so, dann nutze unseren Postweiterleitungsservice. Wir haben Rechnung as a Service, also wenn man mal schnell eine Rechnung schreiben muss, das geht quasi per Klick, im Moment noch manuell, wir arbeiten daran. Wir haben aber auch eine Möglichkeit, dass du quasi deine kompletten Office-Dinge über die WTF bearbeiten lassen kannst, wenn also Post eingeht, Belege scannen etc. pp. Das eben schon angesprochene Kompetenzinventar, um halt Leute aus den
zu suchen, die Dinge für dich tun und dann diverse technische Infrastruktursachen wie Nextcloud, Ticketsystem, ein Forum, Mailinglisten, das kann man alles über die Genossenschaft fahren. Das sind so die Dinge, die man mit der WTF machen kann. Wir werden letzten Endes da noch viele, viele Services dazu basteln in naher Zukunft. Ja, und so ein bisschen Richtung Ende dann nochmal die Dinge, die gut gelaufen sind. Also tatsächlich, wir haben eine Gründung gemacht, einer Genossenschaft in einer Zero-Trust-Umgebung. Also viele Leute kennen sich gar nicht persönlich. Durch Corona konnten wir das auch nicht bewerkstelligen. Das heißt, wir haben alles remote gemacht. Das erste Vorstandstreffen gab es jetzt erst vor 2 Monaten in Persona. Wir haben ein Office gebaut, was funktioniert. Wir haben unsere Generalversammlung abgehalten. Und ich hatte das auch schon kurz erwähnt, es gibt sogar Member, die eine komplette Migration der eigenen Firma in die Genossenschaft vorgenommen haben, erfolgreich, und jetzt quasi nur noch über die Genossenschaft ihr Business machen. Und vielleicht hast du es schon gesehen, die PlusMe-App im Rahmen der Wahl wurde die veröffentlicht. Die trägt auch den WTF-Entwicklungsaccount, und das haben wir auch über die WTF abgewickelt. Ja, für 2022, was kann man da erwarten? Also wir wollen weiter natürlich Kompetenzen sammeln und schauen, was unsere Member alles so drauf haben. Wir wollen gucken, welche Projekte da vorhanden sind und wie man die nach außen aktiv propagieren kann. Mehr Business Cases, also steht so überall drüber, mehr Business und mehr Vertrieb. Ja, und was wir auch versuchen wollen, ist, dass die WTF externe Direktkunden quasi anspricht. Wenn du auf unsere Webseite schaust, ist das im Moment eher so auf den Member-Fokus gesetzt und nicht so sehr auf das, was die Kunden dann von der WTF erwarten können, also die nicht Mitglieder, sondern die wirklichen Kunden. Und was wir auch tun wollen im nächsten Jahr, ist die Zahlungsaggregation halt aufzusetzen und zu fabrizieren. Aber da müssen noch einige Hürden genommen werden. Ja, wenn du interessiert bist, Mitglied zu werden oder weitere Informationen über die WTF benötigst, dann kannst du auf die Webseite wtf-eg.de gehen. Dort sind alle Informationen zusammengestellt, und wir haben auch im Bereich, da ist so ein großer Knopf, Mitglied werden, da siehst du nochmal den Prozess, wie man das machen kann und was man da tun möchte. Ja, soweit von gut. Meiner Seite. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Mr. Schizo. Vielen Dank, Gulliver. War interessant, gab viele Fragen im Chat. Wir haben eine Menge Sachen gesammelt. Ich bin hier die ganze Zeit am Blättern und gucken und sortieren mal schon ein bisschen. Zuerst mal großes Lob und Kompliment für euer Engagement, dass ihr das in Strukturen gebracht habt und auch, ich sag mal, eure soziale Grundhaltung, sowas dann auch mal zu formalisieren. Gab da viel Lob. Und ich habe eine Menge Fragen, die sind so ein bisschen gemischt, also einige schon sehr konkret, einige auch noch ein bisschen zum Allgemeinverständnis und auch schon wieder neue Ideen, wir kochen was. Gibt es auch hier schon wieder ein paar Anmerkungen. Wenn ihr einverstanden seid, gehe ich mal so ein bisschen durch. Ich muss mal gucken, dass ich so on the fly sortiere, ist nicht ganz so einfach. Eine Frage war, ob ihr auch eigentlich Mitglieder aufnehmt außerhalb Deutschlands. Und ob man dann mit einwirken kann, geht das auch? Das geht auch. Da kann ich was zu sagen, weil ich das jetzt aktuell hatte. Das einzige Problem, was wir noch haben, ist bei Mitgliedern aus den USA. Aber das ist Special-Überwachung. Okay. Aber ansonsten kann man aus dem europäischen Wirtschaftsraum sowieso und Ausland bis auf USA ist auch eher unproblematisch. Aber die USA haben halt über dieses FACTA-Abkommen so eine spezielle Verwicklung. Und wir klären noch, ob es möglich ist, tatsächlich Mitgliedsanteile zu zeichnen als US-Bürger. Das läuft gerade tatsächlich. Okay. Dann nochmal eine Frage zur Genossenschaft oder auch zu anderen. Wenn ihr Geld vom Kreditinstitut aufnehmen wollt, steht man da schlechter da als eine GmbH? Wie ist das mit solchen Themen, Finanzierungen? Also bei solchen Sachen ist es grundsätzlich, weil die Genossenschaft ja tatsächlich nicht so sehr in Insolvenz gehen kann, denn anders als eine GmbH, die vielleicht 25.000 Euro Stammkapital hat, hat die Genossenschaft ja in Anführungszeichen mehr Stammkapital, weil die Mitglieder ja ihre Anteile zeichnen. Und eigentlich ist es unterm Strich so, dass man als Genossenschaft sehr gut dasteht, was solche Dinge anbetrifft.
Es gibt ja sogar Fördergelder oder Fördermittel, die man akquirieren kann, um gewisse Projekte umzusetzen. Und da ist natürlich die Unternehmensform der Genossenschaft, die halt, ich würde sie mal als demokratischer bezeichnen, ist natürlich eher gesehen, gern gesehen, als jetzt so ein klassisches Kapitalunternehmen. Also da ist wirklich dieses Miteinander und Demokratische steht dann oben, auch bei der Diskussion, wenn es um Projekte oder Mittelvergaben geht. Das ist eine sehr gute Unternehmensform. Dann nochmal eine Frage, du hast ein bisschen drauf. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir hatten eher Hürden am Start, weil es nicht unbedingt so einfach war, ein Konto als Genossenschaft zu öffnen, weil die Banken teilweise sich nicht zurückgemeldet haben, beziehungsweise oder nur sehr verspätet sich zurückgemeldet haben, oder wenn es irgendwelche Online-Banken waren, das mit der einen oder anderen Hürde und nicht funktionierender Software verknüpft war. Wenn das einmal eingerichtet ist, läuft das ganz gut. Und ja. Okay. Man sollte es am Start sein. Genau. Dann habe ich noch mal eine Frage, die geht auch so ein bisschen in die Richtung. Wo haben wir es? Du hast es ein bisschen erwähnt vorhin. Müssen sich denn immer alle einig sein, wenn doch jeder gleichberechtigt ist? Wie ist das so mit dem Risiko von Grüppchenbildungen? Habt ihr da Erfahrung gesammelt? Also es kommt halt darauf an, welche Rolle du jetzt damit ansprichst oder worauf die Frage abzielt. Strukturelle Änderungen, das ist ganz, also es gibt ja für die Genossenschaft ein eigenes Gesetz, das Genossenschaftsgesetz, und das sagt ganz klar, wenn du Strukturen ändern möchtest in der Genossenschaft, brauchst du eine Dreiviertelmehrheit der Generalversammlung. Wenn du jetzt aber sozusagen dein Business machen möchtest oder dein Projekt umsetzt in der Genossenschaft, dann bist du natürlich nicht, musst du dich nicht mit der Generalversammlung auseinandersetzen. Also dann hast du schon deine autarke Arbeitseinheit, wo man dann auch sich nicht insgesamt einig sein muss. Dieses muss eine gewisse Mehrheit erzielen, das gilt tatsächlich halt für diese Genossenschaftsbrille selber, nicht für deine Projektbrille. Da ist es tatsächlich so, dass es halt, wir haben das sag du. Rein organisatorisch ist es halt so, die Generalversammlung, die gibt es jährlich. Die kümmert sich sozusagen um grundlegende Beschlüsse. Und in der Zeit dazwischen ist eigentlich der Vorstand sozusagen verantwortlich für die Sachen, die in der Genossenschaft laufen. Das heißt, der muss eigentlich letztlich beschließen, was passiert. Macht er aber auch nicht alleine. Wir haben sozusagen so dieses Konstrukt mit dem Kernteam, wo man sagt, okay, wir haben eine Runde, in der Sachen besprochen werden und in der Sachen sozusagen vorangetrieben werden. Rein theoretisch ist halt der Vorstand so ein bisschen, kann der auch als wohlwollender Diktator sozusagen das Jahr über die Runden kriegen, ja. Okay, dann habe ich hier ein bisschen so einen Bereich, das bezieht sich so auf die Kompetenzen der WTF. Eine Frage zum Beispiel, mein Arbeitgeber sucht manchmal externe Verstärkung in seinen Teams. Könnt ihr da helfen? Wie trete ich dafür mit euch in Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Solche Anfragen haben wir öfter. Also dafür, die können wir intern spiegeln an alle Member, sofern das Kompetenzinventar nicht direkt irgendetwas rauswirft, wo man sagt, da passt vielleicht irgendwas. Zentrale Anlaufstelle für solche Fragestellungen ist immer office@wtf-eg.de. Einfach eine E-Mail hinschreiben und dann gucken wir, wie wir das kanalisieren können. Nächste Frage passt ganz gut dazu. Habt ihr Erfahrung gesammelt, wie weit sich denn dann für Projekte so Teams bilden über ein Kompetenzverzeichnis, was ihr habt? Oder wie bildet ihr denn, ich sag mal, so ein Kompetenzcluster für ein Projekt? Also der Prozess ist eigentlich auch relativ simpel gehalten. Das heißt, wir haben ein internes Mitgliederforum, wo man ein Discord, wo man halt diskutieren kann. Und da werden oft in einigen Kategorien halt solche Ideen dann gepitcht. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, das finde ich auch geil oder man könnte das so und so machen. Und so kommt eine Diskussion zustande, die dann soweit irgendwann runtergedampft ist, dass man das in die AG Business Cases geben kann und man macht dann einen tatsächlichen Geschäftsfall daraus.
raus. Also das Team findet sich meistens vorher. Bei anderen Dingen, wo es um Support-Sachen geht und so, da sind wir halt bemüht, dass wir immer den Busfaktor wahren. Wenn man also irgendjemand einem Kunden eine Serverwartung verkauft, sollten halt mehrere Leute da schon da sein, die das machen können, weil die WTF ja diesen Service gewährleisten muss. Also da muss man dann schon gucken, dass man mindestens zu zweit ist, wenn man sowas tut. Ja, bei den internen Sachen ist es so, dass manche sozusagen quasi aus Gesprächen raus entstanden sind und dass man dann halt einfach irgendwie ein oder zwei brauchen, die da vorne weglaufen, und dann finden sich immer ein paar, die beitragen, ja, in dem Moment, wo du erstmal das Projekt aufgesetzt hast, irgendwas Lauffähiges hast oder irgendwas Vorzeigbares hast, dann kommen die Leute auch mit Korrekturvorschlägen, Erweiterungen und so weiter. Wir haben an ein oder zwei Stellen sind es halt entweder wir gewesen oder einige wenige Leute, die mit einer Idee ankamen und die sozusagen gesagt haben, wir machen das jetzt, und dann haben sich die anderen Leute dazu eingefunden. Das passt dann ganz gut zur nächsten Frage. Was sind denn die häufigsten Geschäftsfelder und was war denn der Business Case, den ihr da migriert habt zum WTF? Was ist da so der Fokus? Also die Businessfelder sind natürlich in erster Linie alle immer so technisch motiviert. Einer der Business Cases, wo quasi eine komplette Company migriert worden ist, hat damit gar nichts zu tun, sondern da ging es eher so um Facility Management Themen. Aber primär sind es halt technische Dinge, wo halt jemand sagt, ich habe eine Mail-Server-Wartungsgeschichte oder ich betreue hier einen Kunden, da habe ich immer umsonst hobbymäßig dem das Netzwerk eingerichtet, oder ich habe hier ein paar Domains gehostet, das will ich jetzt alles mal so ein bisschen formalisieren und ein paar Taler tatsächlich mal rübergeben. Das sind halt so Dinge, da ist die WTF dann tatsächlich auch für da, so etwas zu bündeln. Also es sind primär wirklich IT-Sachen, weil es eine Hackergenossenschaft ist. Ja, also durchaus kleinere Softwareentwicklungen, die irgendein Genosse für irgendjemanden macht und über die Genossenschaft abrechnet. Wir haben auch eine Hardwareentwicklung, die über die Genossenschaft läuft. Ich glaube, viele administrative Sachen, die da irgendwie ablaufen, sowas. Ja, und natürlich auch die Leute, die sagen, komm, ich möchte ich habe hier irgendwelche Steuersachen, mach das mal alles an die WTF, und die schicken quasi ihre Belege zur WTF, die scannen das dann und legen das richtig ab. Also dieses Office as a Service ist auch so ein ganz anderes Thema halt, was wir da fahren. Da sind tatsächlich auch ein paar Fragen gekommen, also so wie finanziert ihr das? Gibt es Gebühren für Mitglieder, die nur Rechnungen abrechnen lassen wollen, oder wie passt das alles zusammen, dass es sich am Ende rechnet für alle? Also es gibt, man muss da auch unterscheiden zwischen diesem Rechnung as a Service-Ding, da gibt es die sogenannte Entropieumlage, das sind halt Percentages, die man letztendlich vom Nettobetrag dann nimmt, wie ja bei so einem Payment-Anbieter, das ist so ein Flat-Fee. Und andere Dinge, wie dieses Office as a Service, das wird dann so, oder auch die Postweiterleitung, das hat dann sozusagen Produktthemen, da wird halt pro Brief ein Obolus verlangt, also das ist dann ganz unterschiedlich. Aber wenn du ein Business Case hast, kommst du mit der Entropieumlage halt mit einem Flat Fee durch die ganzen Dinge durch. Okay. Aktuell gibt es auch noch eine jährliche Mitgliedsgebühr. Die ist zumindest im ersten Jahr erhoben und wird wahrscheinlich auch dieses Jahr erhoben und hoffentlich irgendwann dann mal abgeschafft. Aber im Moment existiert die auch noch. Ja, also sind viele Fragen so in dem Sinne. Ich glaube, einige sind auch schon so in dem Vortrag beantwortet. Jetzt kommt eine Frage, da kann ich gar nicht mit anfangen. Wie kommt die WTF-EG mit Crowdfinanzierten, zum Beispiel von Crowdsupply, klar? Sagt euch das was? Ja, Crowdfinancing ist tatsächlich ein Thema, was wir im Vorstand auch immer wieder diskutieren. Das ist, man muss halt überlegen, wie man das, es gibt da ganz verschiedene Prognosen. Wir haben einen im Vorstand, einen Member, der ist da so ein bisschen spezialisiert für solche Themen. Also das ist grundsätzlich kein Problem. Nur, was ich selber auch nicht wusste, habe ich auch gelernt, das ist auch kein einfaches Thema, so ein Crowdfunding. Aber das können wir tatsächlich auch abbilden, oder die Projekte, die damit zu tun haben. Und wie gesagt, im Vorstand gibt es noch einen Mitglied, der da Experte für ist. Also da wäre tatsächlich auch Kontakt einfach der sinnvollste. Passt auch zum nächsten. Können Spenden für Chaos-Projekte über die WTF-EG gesammelt werden?
Spenden können gesammelt werden, allerdings nicht in Form von Spendenquittungen. Und man muss auch bedenken, die WTF ist natürlich umsatzsteuerpflichtig. Das heißt also, dein Spendenbetrag beinhaltet dann 19% Umsatzsteuer, der abgeführt werden muss. Und es ist natürlich auch keine gemeinnützige Institution, sodass man auch keine Spendenbelege machen kann. Okay. Lass mich mal schauen. Genau. Möchte sich die WTF EG für Open Source engagieren? Stichwort Sovereign Tech Fund. Habt ihr da eine Antwort? Ja, natürlich. Spezielleres? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Gute Antwort. Ja, ja, fasst gut zusammen, ja. Jetzt habe ich auch gleich noch zwei Fragen. Ja, gut, erzählt ihr erst. Ja, ich sag mal, also zum einen ist die Open-Source-Geschichte natürlich, wird durch die Leute an die Genossenschaft herangetragen, weil die sagen, wir machen gerne auch ehrenamtlich was, aber dann soll es wieder Open-Source sein. Dieser Punkt, wo da steht, wir brauchen kein Kapital, ja, das ist richtig, aber unser Kapital sind A, die Leute, die Sachen aufsetzen können, und B, die viele Open-Source-Software, die es schon gibt, ein Nextcloud, ein OTAS, Otobo, Getty, Drone und was noch so alles mit rumschwirrt, Jitsi, ja. Und wenn man aus diesem Pool was rauszieht, möchte ich natürlich auch wieder was reintun. Das ist ja die Idee, beitragen statt austauschen. Ja. Dann habe ich noch was, da war gleich mal die Frage, kann ich denn Einnahmen auch über Bitcoin, über die Genossenschaft abrechnen? Oder kann ich vielleicht digitale Dinge in Kryptowährungen zahlen lassen, Payment über Kryptowährung. Also das ist tatsächlich, das ist natürlich tatsächlich ein Thema bei der Zahlungsaggregation, und da ist wahrscheinlich die Antwort it depends, aber wir werden das noch klären müssen, weil das halt viele Leute tatsächlich machen möchten, Krypto in irgendeiner Form, und wir gucken, wie wir das möglich machen können. So, lässt sich der Mitgliedsbeitrag als Beitrag bei Berufsverbänden abrechnen? Ist dir das? Oh, das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich schon. Sollten wir mal austesten. Die nächste Frage kommt auch gerade zum Schluss noch, weil ich finde die gar nicht unpassend, weil hier sind nur so viele Detailfragen, welche ganz genau gezielt, was ist die E-Mail-Adresse, wenn ich mehr wissen will, wo ist ein Handbuch zu lesen? Habt ihr regelmäßiges Forum, gerade so für so die 101, wir haben jetzt die ersten Frage-Antwort-Session, wir machen mal eine Stunde Info. Gibt es da was, das man nutzen kann? Ist das auf der Website verlinkt? Dann würde ich ja viele dorthin schicken. Macht, glaube ich, Sinn. Ja, es gibt das Telebier oder die Telemate. Mhm. Das ist jeden Mittwoch um 21 Uhr. Okay. Auf Adresse ist wtf-eg.de/bbb. Auf jeden Fall, da kann man hin. Das ist eine zwanglose Runde in einem Click-Blue-Button. Und da werden schon mal die ersten Sachen geklärt. Und weiter geht's dann halt in die anderen Mumbles und so. Ja, nee, dann würden nämlich eine Menge von den Detailfragen, glaube ich, da sehr gut reinpassen. Was hatte ich hier noch? Eine fand ich ganz interessant nochmal. Thema, warum muss ich jetzt mal runterscrollen? Das wird immer mehr. wo hatte ich es denn hier? Gleichstellung, Awareness. Wie thematisiert er das? Also wir haben eine Memberin, die sich um solche Themen kümmert. Die ist auch im Aufsichtsrat verortet. Also das ist tatsächlich auch auf unserer Agenda zu sehen. Aber da ist natürlich die Sache, dieses Umfeld, dass man sich halt kennenlernt und so weiter, das war, ist halt auf unserer Agenda drauf. Aber wir haben da bisher, hat es da noch nicht angeeckt. Also wenn man das mal so sagen soll. Genau, und da gibt es auch gleich noch einen Hinweis auf eine 404 auf der Website. Der Link zur Bahncard klappt nicht. Schon sehr konkretes Interesse. Ja, ja, war keine Frage. Ja. Müssen wir mal rausnehmen. Ja. Die ist ausgelaufene okay, Aktion. Ach so, ja, okay. Das passt ja. Ausgelaufene Aktion, okay, gut. Gut, ich glaube, dann noch eine Frage, die passt, glaube ich, ganz schön so zum Abschluss. Würde ich sagen, und zwar wird es 2022 wieder ein WTF-Camp geben, und wie erfahren wir davon?
Wir hoffen sehr, dass es das geben wird, in irgendeiner Weise. Und man erfährt davon, indem man entweder die Webseite sich regelmäßig anschaut oder halt im Telebier oder Telemate vorbeikommt. Vielleicht haben wir demnächst auch einen Newsletter, den Nichtmitglieder sozusagen dann abonnieren können, aber das gibt es im Moment noch nicht. Also schaut auf der Website vorbei, da ist unter Punkt Neuigkeiten sind so die ganzen Sachen alle mal drin, der Podcast, so die neuesten Beiträge, da kann man immer wieder was sehen. Ah ja, jetzt habe ich gerade noch eine Frage, die fand ich auch interessant. Habt ihr schon mal Themen oder Projekte abgelehnt? Also wollt ihr bestimmte Sachen nicht haben? Stimmt ihr darüber ab in der Mitgliederversammlung oder wie macht ihr das? Also Stichwort Propagandaseiten, Fake News etc. Ja, also wir haben so diesen Leitfaden. Wir wollen halt auch tatsächlich noch eine konkrete Agenda dafür entwickeln. Aber man kann halt sagen, so als Überschrift, no crime, no politics, no sex. Das sind so die drei Schlagworte, die wir da als Leitlinie im Moment einsetzen. Du hattest auch erwähnt, ihr macht dann so eine Art Gespräch für die neuen Mitglieder oder Art, mein Gott, Interview. Ja. Was ist genau in der Zielrichtung? Okay. Ja, also da wird dann nachgeguckt, okay, was möchtest du machen, wie kann man das umsetzen, und da sind tatsächlich auch schon einige Dinge leider auch abgelehnt worden. Das tut mir dann immer sehr leid für die Member, die sich vielleicht ein bisschen Arbeit damit gemacht haben, aber das findet dann auch statt. Also da ist tatsächlich so eine Art Vorstellung drin, und wenn Sachen wirklich sehr, sehr risikobehaftet sind, wenn wir im Vorstand halt sagen, okay, oh, das ist jetzt ein heißes Eisen, dann wird sogar noch der Aufsichtsrat konsultiert, um diese Dinge halt freigehen zu lassen. Also dann dauert es etwas länger, weil wir das in die Organe nochmal geben, aber wir haben schon sehr, sehr viele Augen, die auf die Business Cases schauen, bevor die aktiv werden. Okay. Gut. Jetzt sehe ich hier gerade ein 404. Nee, ich glaube, es kam gerade nochmal eine Menge Danksagung rein. Ich würde sagen, dann passt das gut. Haben wir einen guten Abschluss gefunden. Also bei der Telemate, denke ich, kann man sich sehr schön treffen und noch viele Detailfragen stellen, auch nochmal nach Details mit Finanzamt und Rechnung und wie geht das? Also ich glaube, da ist viel Interesse. Danke nochmal für euren Vortrag. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich über die vielen Fragen. Ja, und schöne Entwicklung, so basierend auf der HKEG von damals. Ich glaube, werden wir noch viel von euch hören beim nächsten Kongress. Und dann gerne mal wieder live. Wunderbar. Okay, gut. Vielen Dank. Wenn ihr noch abschließende Worte habt, dann jetzt. Und sonst sehen wir uns wieder im nächsten Slot. Vielen Dank an die vielen Leute, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit das ermöglicht haben, die Genossenschaft aufzubauen im letzten Jahr. Für die Admins, für die AG Kommunikation, für die Webseite, für das Office und so weiter. Und ja, gut. Kapital ist fast nichts. Alles besser. Und Doing ist alles, genau. Die Leute sind fast alles. Okay, danke euch, alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Thank you.